So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von My Party 3, My Party 5, Folge 4, so rum. Und ja, heute ist es Zeit. Wir werden heute hier die nächsten Koopa-Spastis umklatschen. Der erste will gleich aufs Maul. Hier, guck mal, der rote eine Münze hat er, wo ist noch, und will gegen uns kämpfen, ja. Gegen uns. Oh Gott, halte dein Gewicht, Leute. Ich war da früher voll gut drin. Ich hab mir so kranke Battles geliefert. War scheiße. Das war, glaube ich, ein Reaction-Game, kann das sein? Genau, da drückt ein Button und du musst da irgendwie rufbashen. Manchmal halten Shy Guys Schilder hoch, die dich in die Irre führen sollen. Fall nicht drauf rein. Oh Gott, ey, Mann, das ist doof, wenn du keinen echten Gamecube-Controller hast, Leute. Das ist das Doofe, dass du die nicht weißt, wo die Buttons immer sind. Du musst es mal überlegen. Das ist immer irgendwie doof. Ich glaube, ich muss mir so einen USB-Adapter mal holen. Da kann man nämlich den richtigen Gamecube-Controller anschließen. Das wäre voll geil. Na? Okay, das war mega langsam. Aber immer noch schneller als der Bowser. Ja. Krass, die Tintenpatrone ins Gesicht geschossen. So sieht das im Westernfilm nicht aus. Das zeige ich euch schon mal, ne? Also. Ne, da ist Peng Peng Puff, da ist sie rüber ab und dann ist Bescheid, ne? Das ist, also, ja. Yeah. Für die Kinder, ja. Nintendo macht ja Kiddie-Games. Also, ich hab mich schon mit so vielen erwachsenen Leuten in Mario Party geprügelt, halb um den ersten Preis. Und besoffen haben wir das auch schon gespielt. Das macht nämlich dann umso mehr Bock, weil die Spiele einfach witzig sind. Rest Bowser mal 2. Na, no, der erste ist down und die Zwehe, na gut, die sind jetzt halbwegs safe. Also ich kann ihn nicht mit 5 Münzen, kann ich ihn nicht den Tod abbringen. Aber wenn ich jetzt nicht gerade, was ist das, Hammerbruder stiehlt seinem Opfer 5 Münzen? Ja, das ist ja geil. Ist ja mal voll asozial. Ja, schmeiß ich euch mal vor die Fresse. Hier, guck mal hier, da könnt ihr rufloofen. Oh, ihr habt schon auf Maul. Ah ja, gut, gut. Und dann gucken wir, ob wir es jetzt kaputt kriegen, weil es könnte ja natürlich sein, dass ich jetzt nicht eine 3 würfel, dann kriegst du nicht kaputt. Und ihr könnt natürlich auch ein Minispiel verlieren. Das geht natürlich auch noch. Die feinlichen. Aber der schon. Ja, okay, gut, eine 6. Das ist doch mal geil. Möchtest du eine Kapselmaschine haben? Nee, wisst ihr, ich will keine Kapsel, die nicht kostet. Ich glaube, die geilsten Kapseln waren die blauen. Ja, ihr seht ja, so eine blaue Kapsel ist da drin. Und wenn die kriegt, ist man froh. Das war nämlich immer was, dass man Sterne kriegen konnte. Hier so Wiggler und so ein Kram. Ich glaube, Wiggler war der hier, der ihn zu Sternen bringt, wenn ich mich richtig dran erinnere. Aber ob das richtig ist, nehmt das nicht für bare Münze. So, das finde ich übrigens besser als eine Tauzi-Lotterie im ehrlichen Sinne. Ich weiß nicht, ja, das ist hier. Oh, das kann man auch verlieren, wenn man Pech hat, wenn der andere einfach einen geileren Weg hat. Aber, ja. Wie soll man sagen? Erstmal kicken, wo ein Weg, wenn ihr spammt wird. Aua. Fuck. Hau ab. Lass mich raus. Ha. Arschloch. unten ging es diesmal gar nicht lang. Habt ihr gemerkt? Na, da unten kann man gar nicht lang. Man muss so oben lang. Wenn man die Dinger nicht sieht, vorher ist das echt nicht einfach. Vor allem rennst du irgendwie immer irgendwo. Weil die tauchen übel so übel spät auf. So. Oh, hallo, Toto. So, da ist der nächste Down. Wir machen jetzt hier Triple Combat Down, Alter. Hier 3 Bowsers in einer Runde, ne? Alle systematisch runtergeprügelt und jetzt schon. Ah, scheiße, Mann! Wir haben Grün getötet! Was Kenny tötet, du Schwein! Ja, machen wir mal. Kann es sein, dass ich auf mein eigenes Feld laufen würde, wo ich gerade den Hammerbruder aufgeschmissen habe? Heißt das, dass ich das kriege oder heißt das, dass ich auf die Fresse kriege? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Hast du da so viel zu lernen? Oh, Lagerhalter, ja, Lagerhalter. Oh, Schalter, stopp. Was war das nochmal? Ach doch, das war auch so scheiße, Leute. Das war auch ein Glücksspiel. Da gibt es irgendwie 11 Schalter, sind scheiße. Ich glaube, 12 Stück sind das. Ja, irgendwie so, man. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ja, 12 Schalter sind das. Und die Scheiße ist, es gibt einen richtigen. Merkt ihr, welche Schalter du schon gedrückt hast? Sonst hast du keine Chance. Ja, das ist ja logisch. Gilt natürlich auch für den Gegner. Aber der Haken ist, der kann beim ersten Mal drücken und direkt den richtigen erraten, wenn das ein Lucky-Schwein ist. Dann hast du mal instant verkackt. Und das ist total asozial. Okay, den hat er gedrückt, gut, dann nehme ich mal unter mir. Zack.
Nein. Okay. Ja, das meine ich. Das ist total unfair. Ich habe jetzt mir alles gemerkt. Ich habe alles schon abgelaufen, ne? Und er kriegt den richtigen, Leute. Das ist total fies. Das ist wieder so ein fieses Glücksspiel. Ich hasse Glücksspiele. Aber dieses Glücksspiel hat mir jetzt versaut, dass ich den Kill kriege. Dann finde ich das irgendwie bei dem Rang irgendwie nicht so geil. Weil, was kann ich dafür, wenn ich kein Glück habe? Das ist halt so. Ihr kennt mich, aber ist doch das mein. Das ist doch das Kai-Gesetz. Das Lord Kai-Gesetz, ne? Spieler müssen beim Spielen Pech haben. Das ist bei mir so integriert irgendwie. So heißt das jetzt, dass ich auf die Fresse kriege? Oh, boah, ich hab so ein Glück, Leute. Bin so gut, ne? Nee, scheiße. Der Hammerbruder boxt hier in die Fresse. Geil, 3 plus. Da freut er sich sogar drüber. Mach mal eine 3, Junge. Mach mal eine 3, komm. Oh, eine 10, lol. Jetzt rennt er mir so weit weg. Das will ich nicht. Jetzt kriegt ihn noch nicht mehr. Ich würfel noch niemals so viel in der nächsten Runde. Nächstes Mal machst du Sau. Ich finde es gar nicht gut. Ja, jetzt zieh ich nicht nur 5 Münzen ab. Jetzt kommt bestimmt noch Tauzi-Lotterie. Na klar, ja, leck mich, Spiel. Okay, ja, ne, Leute. Also wähle einen von 3 Stickies. Wenn du Glück hast, bist du nicht tot. Cool. Total töfte. Aber er darf sogar als Erster wählen. Wie scheiße. Oh, wir gucken gleich mal, was er als Erstes wählt. Es ist jetzt bestimmt so, dass er instant das wählt, was schon das beste Ereignis ist. Er kann, und er kann jetzt quasi nur noch verlieren. Das kann ja passieren. Sehen wir gleich. Gehen wir rechts. Nehmen die Rechte. Oh nee, das war falsch, Leute. Niemals die Rechten nehmen, Leute. Das ist ganz falsch. Nehmt nicht die Rechten. Oh. Ups, also, das sollte jetzt natürlich nicht politisch angerichtet sein, aber... Ich habe gewonnen. Nicht die Rechten, mir Leute, wählt nicht die Rechten, die sind nicht gut. Hashtag politisch. Ihr kennt es ja von mir, ich bin immer so, ne? Wenn es irgendein Let's Play, wo man irgendwie so nebenbei drüber quatschen kann, über was denn. Ja, ist das so. Deswegen schreibt mal in die Comments, über was träumt ihr so? Über was träumt ihr so gerne? Sagt ihr so, ihr findet. Was? 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 Oh, er hat seinen eigenen Kiddie platt gematscht. Oh, holy fuck. Ich liebe es, meine eigenen Kiddies platt zu stampfen. Tschüss, Mann. Trap. Scheiße. Jetzt freut er sich natürlich, weil er wieder 5 Münzen hat, der Pisser. Was hab ich denn hier für eine Kapsel? Bringt mir die was? Eine Röhre. Ja, das bringt mir total viel. Warte mal, doch. Wie kosten die? 10, oh, ist mir zu teuer. Mach mal was Hohes, Yoshi. Oh, du sollst was Hohes machen, du Plümpel. Oh, Leute. Jetzt muss ich noch eine Runde warten. Und ihr kriegt natürlich einen Giftpilz in die Fresse. Oh, geil. Oh, was freut mir, Leute. Ist das schön. Jetzt wird er richtig krass mich rumstallen hier. Oder? Rennt er bis zu mir? Kann das sein? Nee, natürlich nicht. Jetzt rennt er ein Feld hinter mir. Damit ich ihn jetzt natürlich nicht kriegen kann. Und jetzt hat er schon wieder 8 Münzen. Oh Mann, das ist doch scheiße. Ich könnte natürlich jetzt einfach eine Röhre machen, mit ihm tauschen, würfeln und ihm die auf die Fresse hauen. Da war ich jetzt auch. Nein! Hier. Ja, auf mich selbst spawnen. Und dann... Ich spiele die Yu-Gi-Oh! Karte... Mario-Röhre. Und jetzt nehmen wir einfach mal... Thut, gibt den nur 2 Spieler. Kann man ja nicht verkacken. Okay, jetzt kann ich noch würfeln. Jetzt gibt's aus Maul. So. Feierabend hier. Ne? Jetzt ist Schluss mit lustig. Zeit für ein Duell. Zeit für ein... Du-du-du-du-du-du-du-du-duell. Müsst ihr den neuen Yu-Gi-Oh!-Film sehen. Na, Puste-Duell, was war das denn nochmal? Puste-Duell? Ach, ich weiß, das war lustig. Das habe ich so gerne gespielt. Schieße deinen Rival mit der Puste-Gun von der Wolke. Das war so cool. Alter, da haben wir uns so die Köpfe eingeblasen im wahrsten Sinne. Das hört sich total falsch an, ich weiß aber. Ey, das...
Die Bewegung der Luftgeschosse erkennst du an der Veränderung der Wolkenstruktur. Drücke A lang, um einen Powerpust abzuschießen. Ja, ich würde sagen, Blowjob for the win, Leute. Ne, wer sowas gelernt hat, der hat hier Vorteile. Alter. So, ich werde erstmal aus dem Weg gelaufen. Ich werde mich erstmal so hinstellen, dass ich... Aua. Und dann ist er down. Das ist so wie cool. Am besten ist übrigens in der Mitte stehen, aufladen, gucken, wo er hinläuft und einfach abballern. Weil in der Mitte, da kannst du schlecht runtergeschossen werden mit einem Schuss. Und du hast nach jedem Treffer so ein bisschen Invincibility, wo du nicht getroffen werden kannst. Also kannst du in der Zeit wieder ein bisschen in der Mitte laufen. Dann ist man relativ safe. Und damit ist der Dicke down und wir haben ihn besiegt. Ja, nice, das Scheiß. Dabdi-lu-dudli-dudli. Scheiße. Ich liebe das. Das ist so gut. So. Ich hab verkackt. Was soll denn das? Ich dachte, hier werden meine Wünsche endlich erfüllt. Nö, du klaust ja was. Ganz sicher? Was wünschst du dir? Ich will ja nicht sein, Bowser. Also ich stehe ja nicht so auf Homos. Der Wunsch ist doch schon erfüllt. Das stimmt ja. Ist alles klar, oder? Ja, Bowser, ist voll cool. Ich finde den voll arschlochmäßig und so. Du willst ja bestimmt langsam wissen, was ich mir wünsche. Das ist mich scheißegal, wie gesagt. Ja, du würdest dich wundern. Ich kenne die Antwort auch nicht, Yoshi. So schnell wird das auch nicht der Fall sein. Well. Also ich werde sich bald erfüllen. Nächste Karte. Yeah. Wir haben wieder gewonnen. Yoshi sieht immer auf dem Bild immer aus, wenn er schielt. So, ja, das gibt doch höchstens B. Ich wusste da, Leute. Position Billigstern, lol, wie fies. Na gut, dann machen wir weiter und gucken mal, was die nächste Map ist. Das weiß ich gar nicht mehr. Es gibt noch eine Space Map, das weiß ich noch. Ja, die Frage wäre mal von mir an euch. Was träumt ihr so gerne? Was sagt ihr so? Oder was träumt ihr überhaupt häufig? Gibt es Leute von euch, die träumen gar nicht? Gibt es tatsächlich Leute, die können, die träumen irgendwie einfach nicht. Aber das scheint seine Klauen schon nach einem anderen Traum auszustrecken. Beschütze den nächsten? Nö, tschüss. Was ist denn das für ein Traum? Sieht ja voll düster aus. Ich glaube, das war das Gebirge mit dem Wasserfall in der Mitte. Kann das sein? Ja, ich bin wieder tot. Ich bin auch wieder dabei. Ich hab keinen Bock. Ich will nicht mehr Treasure tracken. Lass mich in Ruhe. Hui. Ich muss Captain Toads Treasure Tracker Anime anfangen. Das Spiel steht seit Ewigkeiten hier mit der Wii U und ja. Immer noch nicht zockt. Ich hab so viele Wii U-Spiele, die ich gekauft habe. Ich so, ja, geil. Und dann immer noch nicht zockt. Wegen Steam Games. Präferenzen. Soweit, ich werde den Abenteuertraum zerstören und meinen eigenen Traum machen. Geil! Da bist du ja, Yoshi. Das ist unsere letzte Begegnung. Ich werde dich vermissen. Kurz nach letzter Runde. Ich werde auf gar keinen Fall selbst kämpfen. Ich hab immer noch keinen Bock. Ich hab außerdem Husten. Ja, hier sind meine frische Mini-Bowser-Stoping-Mittel. Das war ja schon dezent cool, muss man sagen, ne? Also so ein bisschen. Ha, das würdest du dir gerne Zeit über ansehen, Yoshi. Ah, meine kleinen Wesen sind ja nun mal verspielt und stark. Also, RGB, AGBs. Los, die AGBs schlagen zu. Was? Die armen AGBs, Leute. So. Ich schieß mich gleich mal direkt wohin. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber ich akzeptiert mal so. Wow. Ich bin dezent einfach wieder auf dem Schiff gelandet. Cool. Okay, die Map scheint echt mal ein bisschen größer zu sein. Oder ist das wieder... Wirkt das wieder nur so? Nee. Ich finde, die ist eindeutig größer. Und hier läuft man, logisch, auch mal ein bisschen mehr hin und her, ne? Kann das sein? Hallo und hurra für ein Duell. Let's go. Ja, der Rote hat Lemma Yoshi auf die Fresse gehauen. Versucht jedenfalls. Mal gucken. Ja. Alles voll in Ordnung. Ah, nee, das war das Glücksspiel, Leute. Oh nein, kommen wir auch nicht mit Lucky Games. Ich sehe schon die ersten Schmerzgeilen von euch wieder vor der Map sitzen. Also vor dem Let's Play. Ne? Ihr gönnt euch so richtig schön den neuen Part, mal Party und denkt euch so, ich hoffe, heute kommen wieder möglichst viele Glücksspiele. Ja, kennt euch doch. Ortschaft! Yeah.
Er drückt den Button, den ich schon gedrückt habe, bist du blöd. Nein, ist einer von denen hier oben links. Ich drück jetzt den hier. Ha, ich hab mal gewonnen. Bei allen anderen wurden schon gedrückt. Ich habe wieder mal gewonnen. Ja, Glücksspiele, wenn ich Thema hier will, dann freue ich mich wirklich. Ja, ich weiß, ihr seht bestimmt schon vor dem Let's Play, dass so, hoffentlich kommen heute wieder Glücksspiele. Damit wir die Lordschaft wieder failen sehen. Ja, ich kenne ja. So, den ersten Gleimer abgezongt hier, erste Runde. Boots Gleimer instant aufs Fressbrett. So muss das sein. So gehört sich das, ne? Und es gibt direkt ein Versus-Spiel anscheinend. Zählt das? Ja, nice. Das finde ich ja tough. So, kann ich gleich nochmal alle abziehen. Fett. Mach ruhig so weiter. Und wir kriegen wieder mal ein 4-Minispieler-Spiel. Gibt ihr mir noch so viele minigeile Spiele, die sind so gut. Herrscher des Vulkans, Kachelturm. Nee, ach, wieder 1 gegen 3. Oh. Vor allem, das ist das Spiel, das kann ich ja nicht verlieren. Ich hau da einfach ruf und Dude ist Hammerschlag, find er. Ich box die aber weg, weil das so schnell ist und dann. Da kommen, ihr habt doch gesehen, da sind nur auf Feuerkugeln, die kommen auch hinzu. Ja, das ist so fies, das Spiel, oder wird's? Boots. Alle drei mit immer! Das meine ich, das ist so lame. Yoshi hat gewonnen. Das ist so behindert, das Spiel. Das ist als Dreierteam so hart. Das ist total Krankenhaus. Egal, Leute, ihr kriegt nochmal richtig Geld. Ich hab die nochmal fett abgezockt. Da haben wir schon mal einen richtig guten Start, würde ich sagen. Ja gut, der kriegt nochmal 3. Gut, sei ihm vergönnt. Ach, der ist auf dem Duellfeld, wa? Ja gut, der sucht sich natürlich mich als Gegner aus. Ja, wenn er 10... Wenn der verliert... Verliert er nur 5, ist das fies. Labrivum, Bombenspaß, Scheigeheim. Okay. Wieder mal ein bisschen Labyrinth laufen, Leute. Mal gucken, wie es diesmal aussieht. Dum, 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 dum. Ich frage mich, ob man, wenn man langsamer läuft, vielleicht. Vielleicht kommen die Wände da nicht so schnell hoch. Das kann natürlich sein. Jetzt gucken wir erstmal, wo es weitergeht hier. Autsch. Hier auch weiter, ja. Au. Habt ihr gesehen? Ich bin schön langsam gelaufen und trotzdem. Nein, hier geht's weiter, glaube ich, oder? Nein, hier geht's nicht weiter. Nein, er hatte mich ausgecheatet. Wie unfair. Ich bin in die Sackgasse. Ich dachte, hier geht's durch. Nee, geht's nicht. Er hat den Weg gefunden. Kacke. Na, ihr seht auch, so ein Game kann man mal verlieren. Ich finde übrigens cool, dass ich die Wumms aus Super Mario 64 nochmal. Das ist schön oldschool. Dann denkst du so, geil, boah, Super Mario 64, nice. Yoshi zahlt die Zeche. Na gut, ich hab ja eben erst 15 Münzen gekriegt. Ist also ein kleiner Verlust, ne? Eigentlich gar keiner. Ich hab 5 Münzen gewonnen insgesamt. Also, ja, don't piss me on, ne? So, allerdings der Rote, der jetzt vor mir steht, der ist ja schon quasi dem Tod geweiht, weil wenn ich den jetzt abzocke, ist der schon down. Ne, du kleiner roter Pisten-Nelkenkopf hier. Zeit für ein Duell! Zeit für ein Duell. Nee, okay. Geht ja schon jetzt, ne? 15 Münzen, wenn Yoshi geil ist. Oh Gott. Oh Gott. Ja, jetzt muss ich das irgendwie gebacken kriegen, die Knöpfe schnell und gleichzeitig drücken. Das ist gar nicht einfach. Ich muss das echt hinkriegen, Leute. A, B, X, Y, A, B, X, Y. Ah, oh, ist alles cool. AX. Ha! Ich hab gewonnen! Leute, ich hab gewonnen! Ich hab's gewonnen! Geil! Vor allem habe ich erst den falschen Knopf einmal gedrückt, da habe ich nicht einmal Y statt X gedrückt, weil ich hab halt keinen Game-Controller. Das ist ziemlich doof. Naja, gut, Yoshi hat gewonnen. Der erste ist schon down, Freunde. Könnt ihr euch im nächsten Part schon auf dem nächsten Map einstellen? Sag ich so wie das. Das ist Töfte und Geil. So, ich werde jetzt aber gleich schlappe drum gehen. Ins Tusi-Bettchen. Erstmal bei Münzen abstauben.
Ja, jetzt sind noch 218 Münzen übrig. Mal gucken, was die jetzt so vorhaben. Lass die mal noch zocken. Da kriegt jetzt einer irgendeinen Pilz hin. Und 3 Münzen. Ja. Was ist das? Oh, ein Goldpilz. Der blaue wird demnächst eine große Rundreise machen anscheinend. Von mir aus, do as you wish, Bastardo, du Bastardo. So, da war das die 20-Minuten-Grenze für heute. Wir gucken mal auf die Map. Ich würde ja beim nächsten Mal wieder mal übelst gerne mal so ein Versusfeld auslösen, weil da kann man immer schön alle abzocken. Das ist voll geil. Da oben ist Donkey. Versus. Ausrufezeichen. Aber wir wissen ja, was die ganzen Felder sind, ne? Hier die ganzen Münzen. Ich glaube, Münzen könnten doch was Negatives heißen. Da kann ja auch so ein Hammerrüder, aber auch eine Münze. Aber der ist ja negativ. Also auch Pilz, habt ihr sehen, Giftpilz kann halt negativ sein. Du weißt nicht, was da liegt. Das ist echt, das ist ziemlich tricky, muss man sagen. Aber Leute, danke vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein, tschüss, ich hoffe, es geht und ciao.